So, und mein nächster Interviewpartner, jetzt haben wir endlich einen Sieger am heutigen Abend, einen frischen deutschen Meister, den Vorsitzenden des SV Germania Weingarten, Herrn Ralf Oberacker. Wie war das Gefühl, als der Frank Stäbler den Kampf gewonnen hat und es endlich fest war, der Sieg, nachdem es jetzt so lange nicht geklappt hat gegen Nending? Was hast du Gefühl? Ihr seid alle auf die Matte. Erzähl ein bisschen. Ja, ich glaube, wir haben es mal nach der ganzen Zeit haben wir es wieder verdient. Das war eine richtig knappe Niederlage gegen Nending in den letzten Jahren. Und ich glaube, die Mannschaft hat heute gewollt. Wir waren in der Summation beider Kämpfe, glaube ich, auch die 2 Punkte besser. Und zum Schluss macht der Frank Stäbler, glaube ich, dann doch den Unterschied, um deutscher Meister zu werden. Insofern, wir sind alle überglücklich, dass wir es endlich geschafft haben. Es war schon das Dogma, wir schaffen es nicht mehr. Aber es haben wir gebrochen heute Abend. Und deshalb sind wir, glaube ich, nicht ganz unverdient deutscher Mannschaftsmeister 2017. Ja, auf jeden Fall, es war mega spannend, der Kampf, gerade als der Michael Kaufmehl da seinen Kampf noch gewonnen hat. Es ist halt immer schwer, wenn die Leute runtergehen und abkochen, die 5-6 Kilo dann noch so stark Leistung zu bringen. Das hat beim William diesmal nicht ganz so gut geklappt am Ende. Hast du wirklich Angst gehabt, dass es klappt oder wie war es bei dir so während der zweiten Hälfte? Warst du davon überzeugt, dass es reicht? Also ich werde auch keine Rechnungen zukünftig mehr machen, wie die Kämpfe ausgehen. Es geht eh alles anders aus. Ich hätte nie gedacht, dass der Matuchin so eingeht, konditionell gegen Nurov. Ich hätte nie gedacht, dass der Stäbler so in Bedrängnis kommt. Ich hätte nie gedacht, dass der Willi verliert. Also was er vorher rechnet, hat, glaube ich, gar keinen Sinn. Du musst auf die Matte gehen, alles geben. Das haben wir getan. Deshalb haben wir einen Titel in Weingarten. Ja, das ist das Schöne. Deswegen sind wir auch hier beim Ringen. Dein Wunsch noch für die nächste Saison, das haben wir die Kollegen auch schon gefragt, was wünschst du dir, wie soll Ringen in Deutschland nächstes Jahr aussehen, was ist dein Wunsch? Ich wünsche mir, dass die Herren des Präsidiums des Deutschen Ringerbunds aufwachen und merken, dass das Ringen hier in diesen Vereinen hier lebt, dass wir das Ringen präsentieren wollen, dass wir in Deutschland das Aushängeschild zusammen mit vielen anderen Erstligisten sind und dass man endlich aufwachen soll und das Ringen leben lassen soll, und ich glaube, wenn es mit einem Rücktritt verbunden ist, dann ist es so. Ich denke auch, also heute haben beide Mannschaften wieder tolle Werbung für den Ringkampfsport gemacht. Die Stimmung war klasse. Euch haben wir gehört da laut. Hier war alle haben gefeiert. Auch die E-Springer haben die einzelnen Siege sehr gefeiert. Ich würde mir auch wünschen, wenn einfach beide Vereine nächstes Jahr noch mit dabei sind. Und wenn wir eine hochklassige Ringer-Bundesliga sehen können mit den ganzen Topstars, die wir die Jahre auch schon hatten. Wir wollen keine Oberliga, die zur ersten Liga wird. Wir wollen Topsport hier zeigen. Dafür stehen wir seit 16 Jahren. Ich hoffe und wünsche, dass wir immer noch schaffen, dass wir den Deutschen Ringerbund an den Tisch bekommen und nicht nur immer Floskler hören. Wir sind jederzeit gesprächsbereit. Da ist das Papier nicht wert, wo es draufsteht. Wir haben den Kurt Beck angeboten, wir bieten ihn gerne nochmal an. Aber ich glaube, das Interesse des Deutschen Ringerbunds, unsere Halle, geht gegen null. Ja, das ist leider ein großes Problem. Ich bin auch zu weit weg, um da jetzt irgendwie was zu sagen. Will auch nicht gegen irgendwie netzen, aber ich habe es schon mitbekommen, klar. Die wollen nicht, sind oft nicht gesprächsbereit. Das ist einfach sehr ärgerlich. Auch mit Livestreams und den ganzen Geschichten, was ich schon alles probiert habe. Die Geschichte mit dem Zelt, die haben euch noch nicht im Zelt ringen lassen, obwohl da eine super Stimmung war. Ich war letztes Jahr mit dabei. Finde ich echt wirklich schade. Eine letzte Frage habe ich noch, mal was ganz anderes. Der Adam Jurecko und euer Urgestein, hört er jetzt eigentlich auf nach dem Titel? Der Adam hört nie auf. Alles klar, mit den Worten machen wir es gut. Dankeschön. Ciao. Danke.